Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dishonored 2. So, wir sind immer noch auf dem Weg zum Thronsaal. Wir müssen jetzt erstmal wohl aufs Dach. Der hat doch irgendwas noch von Kapelle, ist er von einer großen Kapelle. Wir müssen erstmal sehen, dass wir. Sie werden mich zurückbringen und durch meine Hände sterben. Mag ja gut für Zauber und ähnliches sein, aber sie sollte auch mal ihre schlechten Zähne damit spülen. Wir wollen doch jemanden nicht den Zufall überlassen. Alter, voll der Nebel. So, möglicherweise sind da drüben auch noch irgendwo eine. Da kommen wir nicht rauf, wa? Nee, ich glaube nicht. Reckt mir ihr Hintern entgegen. Tja, als Mann würde ich das jetzt als Angebot sehen, ne? Ja, eigentlich nicht. Da wäre ich schon ein bisschen. Jo, ich gehe ein bisschen abgelenkt. Ich sag doch mal nichts zu jetzt so. Halt. Ich wollte doch hüpfen. Gut. Komme ich da oben irgendwie rein? Was ist denn da eigentlich? Möchte nicht unbedingt den Vordereingang nehmen. Die Leute rechnen doch damit, dass man durch den Vordereingang kommt. Darüber kommen wir nicht. Verdammt. Sprinten, wie das immer aussieht. Aber es sieht fast so aus, als wenn wir durch den Vordereingang müssen. Was ist denn das hier? Banner für eine Kaiserin. Oh, süße Delilah, Luca. Lest euch das selber durch. Gucke mal, hier geht es drin. Was hat Delilah mit meinem Thron gemacht? Rihanna ist mir nicht mehr nütze. So eine Tragödie. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Setze das Herz gegen Delilah ein. Was heißt das? Delilah Copperspoons Geist ist im Herz gefangen und sehnt sich danach, wieder mit ihr vereint zu werden. Benutze das Herz, um den Geist zu ihrem Körper zurückzubringen und sie wieder sterblich werden zu lassen. Wie kann ich aber diese falsche Rune einsetzen? Das ist jetzt die Frage. Die Frage ist, kann ich das überhaupt? Oh
Irgendwas mit dem Thron hat sie gesagt. Warte mal, ich speichere mal jetzt hier ab. Angeblich hatten sie einen Sinneswandel. Oder ihr Geist ist dahin. Vielleicht war ich zu viel für sie. Wenn ich die Anzahl der fehlerhaften Runen am Thron verändere, sollte sich Delilahs Bild gegen sie wenden. Okay, das hätten wir schon mal. Vater. Ah, musste mal kurz husten. Fängt jetzt natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt an. Vision zeigen. Folge in das Gemälde. What? What the fuck ist jetzt los? Das ist also die Welt, von der sie träumt. So, töte Delilah Coverspoon. Oh Gott, wir haben nur noch einen. Speichere mal kurz. Wie naiv, liebe Emily. Scheiße. Welche ist die richtige? Na gut, wir müssen uns ja sowieso jetzt hier stellen, ne? Wie naiv, liebe Emily. Edit. Nägel für ihr Herz. Oh, verdammt. Was? War die das jetzt hier oben oder nicht? Mhm.
Okay, da haben wir schon mal, ja. Alter, nein! Verdammt! Ich hab. Oh, das tut mir jetzt leid. Das war falsch. Ich hab wohl. Oh, ich hab Schnellladen gedrückt. Och, leck mich doch. Na, das war jetzt aber scheiße. So, schnell speichern wollte ich ja. Warum sollte mein Volk seine Kaiserin nicht lieben? Nein! Oh, shit. Da hätte ich sie würgen können. So, die haben wir jetzt geschafft. Warum sollte mein Volk seine Kaiserin nicht lieben? Hoffentlich ist durch Laden jetzt dann nicht. Speichern? Oh, nicht, dass ich die falsche Taste drücke. So, was soll ich jetzt machen, wenn ich die. Habe ich die bewusst? Alles, was mir genommen wurde, werde ich mir zurückholen. Ich habe die jetzt bewusstlos gemacht. Was mache ich jetzt? Das ist Delilahs Abbild. Ist immer noch nicht die richtige Delilah. Kann ich anhand. Da ist noch einer. Wie naiv, liebe Emily. Scheiße. Wir müssen die erst da oben ausschalten. Die da drüben müssen wir erst ausschalten. Also müssen wir von hier irgendwo dahin kommen. Irgendwie dahin. Sieht gut aus. Könnte was werden.
Mein Name auf ihren Zungen geformt, durchquert ihre Lippen. Naiv. Ah. Scheiße. Das ist ja nicht so einfach hier. Okay, wie viel haben wir denn jetzt noch? Zwei müssten wir jetzt noch haben. Wir haben jetzt die noch auf dem Thron. Und noch eine da hinten. Warte mal, kann ich das hier irgendwie sehen? Noch einer, da hinten. Mein Thron, großartiger als jeder andere zuvor. Ich frage mich, warum ich hier nicht... Okay, die kann ich hier nicht... Das Problem ist bloß... Das ist wegen die Töte. Wir müssen jetzt wieder auf die andere Seite. Großartiger als jeder andere zuvor. Kotzt gerade meinen Reizhusten an. Ich merke schon wieder, wie ich wieder völlig loshusten will. Ist das auch ein Abbild hier oder nicht? Steht nicht von Abbild. Doch jetzt. So, jetzt haben wir ja nur noch die da vorne. Liebe
Nat! Nein! Ist das jetzt durch? Nein, habe ich die jetzt tötet? Nee. Nee, Gott sei Dank. Okay, wir haben die jetzt. Die Repliken. Repliklien. Repliken. Und nu? Okay. Damit können wir sie also nicht. Die Layla auf den Thron setze, sollte das Bild sie in ihrer Fantasiewelt fangen. Hier, den Thron hier? Nee. Sie wollten über eine eigene Welt herrschen, Delilah. Bitte schön. Oh je, Delilah auf den Thron platzieren. Wollen wir sehen, wie gut ihre Magie funktioniert, Delilah? Verdient habe. Meine Gerechtigkeit. Jetzt wird das, was immer entstellt war, endlich perfekt sein. Ich habe so lange gewartet. Singt meine Lieder und leckt mein Fleisch. Betet mich an. Habe ich die jetzt getötet dort? Nö. Finde eine andere Möglichkeit. Emily, was ist geschehen? Setzen wir uns. Ich erkläre alles. Sehr gut. Chaos Faktor Ring. So hört sich das. Wir haben 3 Stunden 28 für die Kapitel 9 Mission gebraucht. 5 Gegner haben wir getötet. 20 Mal hohen Leuchten entdeckt. Runen, alles, ja, sehr gut. Baupläne, alles klar. Fortfahren. Wir haben es geschafft. War zwar viele Ladezeit, aber gut. So nahm ein Mann mit dem Gesicht des Herzogs seinen Sitz in Kanaka ein und dachte auch an jene, die nicht im Palast geboren waren. Die Leute erstaunte die plötzliche Wendung. Sie stellten ihr Glück aber nicht in Frage. In Dunwall ging Delilah unwissentlich in eine Fantasiewelt über, in der die Versprechen ihres Vaters erfüllt wurden und ihre Untertanen sie liebten. Sie segelte mit einer Flotte über das Meer und durchquerte das pandesianische Ödland. In der echten Hauptstadt herrschte Emily die Gerechte, Emily die Kluge,
Jahrzehnte über ein blühendes Reich mit Corvo Atano an ihrer Seite. Zu seiner Zeit befeuerte Anton Sokolov die Maschinenindustrie und führte das Reich in eine bessere Ära. Er umgab sich mit adligen, eigenwilligen Künstlern und Erfindern, um das Leben zu genießen. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und ging in den Norden, endlich zufrieden. Eine letzte Reise nach Hause. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt, ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. Wollte gerade sagen, ich habe hier schwarzen Bildschirm. Ja, damit ist Dishonored 2 fertig. Was soll ich sagen? Ein geiles Spiel. Ich werde das auf jeden Fall nochmal durchspielen. Ich hatte ja schon, glaube ich, mal gesagt, dass ich privat schon mal wieder mit Corvo angefangen habe und dann auf Chaos Faktor hoch, weil ich auch gerne das böse Ende sehen wollte. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, das Spiel. Ich mach mal kurz hier ein bisschen leiser auf dem Ohr. Kann ich nur jedem empfehlen, das Spiel. Und ja. Gut, die letzte Folge war jetzt so ein bisschen laden, laden hier, laden da. Aber ja, privat würde ich es auch nicht anders machen. Man will ja, ich sag mal, ein perfektes Ende. Ich meine, das ist nicht immer alles perfekt im Leben, aber bei Spielen kann man das schon so machen, dass es perfekt ist. Dafür gibt es ja diese Speicherlade-Option und von daher habe ich alles richtig gemacht. Meine Spielweise muss nicht jedem seine Spielweise sein. Jeder kann spielen, wie er lustig ist. Ich spiele halt so und fertig ist. Und ja, wem das nicht gefällt, ja, dann ist das halt so. Wir leben ja in einem freien Land, wo jeder denken kann, was er will. Aber wie gesagt, das Spiel ist schon geil. Das macht Spaß, das hat Laune gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Part. Der wird, also das nächste Spiel davon, Tod des Outsiders. Und ja, muss ich mal gucken, dass ich das bis dahin, wenn das hier zu Ende ist, dass ich die zeitnah dann auch schon aufgenommen bekomme. Das habe ich jetzt hier nicht am Stück aufgenommen, sondern über lange Zeit. Und ja, mal gucken. Ich bedanke mich bei euch für Zuschauen. Ich hoffe, diejenigen, die das jetzt komplett geguckt haben, haben Spaß daran gefunden. Andererseits hätten sie das wahrscheinlich nicht geguckt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei Tod des Outsiders wieder und bis dahin lasse ich jetzt noch die Credits ablaufen und sag schon mal Tschüss.